Wenn wir bisher über den Dreisatz redeten, war das immer in Verbindung mit der Prozentrechnung. Aber dieser Dreisatz funktioniert natürlich auch bei jeder anderen Zuordnung. Wenn ich zum Beispiel gewisse Kilos gewissen Preisen zuordne, 12 Kilo kosten 4 Euro, wie viel kosten dann 9 Kilo? Ich kann dann genauso verfahren wie bisher. Aber schauen wir uns das Ganze im Einzelnen nochmal an. Also, 12 Kilogramm Äpfel, Kartoffeln kosten 4 Euro. Wie viel kosten 9 Kilogramm? Wir haben gelernt, wir machen uns dazu eine Tabelle und auf die eine Seite schreiben wir die Kilogramm und bisher hatten wir hier die Prozente stehen. Da kommen jetzt die Euros hin. Des Weiteren müssen wir jetzt die Zuordnung feststellen. Und die Zuordnung ist hier ganz klar beschrieben. 12 Kilogramm kosten 4 Euro. Das ist eine ganz klare Zuordnung. Stellt euch vor, ihr geht auf den Markt, kauft Kartoffeln meinetwegen. 12 Kilogramm kosten 4 Euro. Dann müssen natürlich 9 Kilogramm ja, wenn wir das voraussagen, weniger kosten, das würdet ihr auch sofort merken. Wenn ihr zu einem anderen Gemüsestand geht und der will für 9 Kilogramm mehr haben, na, dann muss es aber wirklich eine tolle Sorte Kartoffeln sein. Wenn es die gleiche Sorte ist, müsste es entsprechend weniger sein. So, wie wir das auch gerade schon bei der Prozentrechnung in Verbindung mit dem Dreisatz gelernt haben, schreiben wir hier Einheit unter Einheit. Also Kilogramms untereinander und die Euros untereinander. Und ich gehe jetzt mal wieder vom Dreisatz aus. Wollen wir natürlich auf 1 schließen. Und da haben wir ja gelernt, dort, wo die Lücke ist, kommt die 1 hin. 1 Kilogramm. Und dann kann ich wieder mathematisch wie bisher verfahren, wie komme ich von 12 nach 1, geteilt durch 12. Was ich auf der einen Seite mache, mache ich auf der anderen Seite auch. 4 durch 12, das brauche ich jetzt gar nicht ausrechnen, schreibe ich als Bruch hin, das reicht mir. 4 Zwölftel Euro. Wie komme ich von 1 nach 9? Natürlich mal 9 und auf der anderen Seite auch mal 9. Und schon steht hier 4 mal 9 geteilt durch 12. Und das Ganze kann ich dann wegkürzen. Dann kann ich sagen, 9 Kilogramm kosten dieses Kürzen kann ich sogar schon hier am Bruchstrich machen. 4 geteilt durch 4 ist 1, 12 geteilt durch 4 sind 3, 3 geteilt durch 3 ist 1, 9 geteilt durch 3 ist 3. Dann bleiben stehen, 1 mal 3 geteilt durch 1, das sind 3, 9 Kilogramm kosten also 3 Euro. Soweit, so gut. Die Neuerung, die jetzt im Gegensatz zu der Prozentrechnung gekommen ist, ist, dass eben hier der Prozentanteil nicht vorkommt, sondern wir haben eine andere Zuordnung. Wir haben gesagt, 12 Kilogramm sind nicht irgendwelche Prozente, sondern wir haben hier gesagt, 12 Kilogramm kosten 4 Euro. Das ist ja realistisch, wenn ihr auf den Markt geht und Kartoffeln kauft. Und dann haben wir den Dreisatz angewendet und sind so auf die Lösung 9 Kilogramm kosten 3 Euro gekommen. Gut, wenn wir diesen Dreisatz nochmal definieren wollen, so ist das, wie wir gesehen haben, ein proportionaler Dreisatz. Schauen wir uns das Ganze im Diagramm an. So haben wir hier bei der lotrecht verlaufenden Achse die Euros aufgetragen. Und bei der waagerecht verlaufenden Achse die Kilogramm angetragen. Die Einheiten habe ich selbst gewählt. Ich habe mich entschlossen, für ein Rechenkästchen 2 Kilogramm zu setzen, aus dem Grunde, weil wir ja eine Zuordnung von 12 Kilogramm hatten und das Diagramm sonst zu breit geworden wäre, weil ich auf der anderen Seite noch was anderes machen möchte. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und für die Euros. Die gehen ja nur, wenn 12
wenn 12 Kilogramm 4 Euro kosten, dann bin ich ja hier bei maximal 4 und kann mir erlauben, hier für 1 Euro 2 Rechenkästchen zu verwenden, also 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Ich kann das auch anders machen, wie bereits schon erwähnt. Dadurch verzerrt sich das Ganze, aber letztendlich die Zuordnung und die Ablesbarkeit der Ergebnisse ist auch dann gewährleistet. Nun, als Ergebnis hatten wir hier raus, zunächst die Zuordnung hatten wir festgelegt, 12 Kilogramm Kartoffeln kosten 4 Euro. Das habe ich hier oben angetragen. Ich kriege hier die Koordinate oder den Matchpoint für diese beiden Angaben. Und da wir sich ja beim Dreisatz stets um eine lineare Gerade handelt, die durch den Ursprung geht, kann ich diesen Zuordnungspunkt, diese Koordinate verbinden mit der 0,0-Koordinate des Koordinatensystems und kann diese gerade Linie ziehen. Und dann hatten wir ja schon festgestellt, wie auch bei der Prozentrechnung, muss auch hier jedes andere Ergebnis, jede andere Zuordnung muss genau auf dieser geraden Linie liegen. Als Ergebnis hatten wir raus, 9 Kilogramm kosten 3 Euro und wir überprüfen das. Zwischen 8 und 10 wäre hier 9. Wenn ich dann nach oben gehe, kriege ich hier einen Schnittpunkt mit der Geraden, gehe dann waagerecht zur Euro-Achse rüber und sehe dann, ich lande hier bei 3 Euro. Also 9 Kilogramm kosten 3 Euro. Und so sieht man hier für 6 Kilogramm muss ich natürlich die Hälfte zahlen. Wenn 12 Kilogramm 4 Euro kosten, kosten 6 Kilogramm nur 2 Euro. Und entsprechend 10 Kilogramm kosten 3,33 Euro. Das alles kann ich hier ablesen oder eben berechnen. Wichtig ist zu wissen, dass es eine proportionale Zuordnung ist, also eine Linie, eine linear proportionale Zuordnung, eine Linie, die durch den Ursprung geht, sonst wäre es nicht so. Stellt euch vor, wir würden diese schwarze Linie parallel nach oben verschieben. Schon ist es keine proportionale Zuordnung mehr und das Ganze funktioniert so nicht. Dreisatz, egal ob mit Prozent oder ohne Prozent, ist im Ursprung eine proportionale Zuordnung, wenn es darum geht, je mehr, desto teurer. Je mehr, desto teurer. Also im Prinzip, je mehr, desto mehr, je mehr, desto mehr, je weniger, desto weniger, je weniger, desto weniger. Und das ist das Merkmal einer proportionalen Zuordnung.